Es gibt eine sehr erfreuliche Eilmeldung, denn vor noch nicht einmal einer Stunde hat die Zeit vermeldet, dass die Beitragserhöhung bzw. GEZ-Erhöhung, denn man kann die Kuh umlackieren, so oft man will, es bleibt trotzdem noch eine Kuh, dass die GEZ-Erhöhung fürs Erste gekippt wurde. Sachsen-Anhalt macht nicht mit. Das bedeutet, wenn nicht alle 16 Bundesländer diese Erhöhung mittragen, kann sie nicht zustande kommen. Und es hatte sich ja schon angedeutet, mittels ja fast schon Politgremier, dass die CDU ihren Koalitionsvertrag, nämlich keine GEZ-Erhöhung, dass die den nicht einfach so aufgeben wird. Damit hat die CDU auch ein Stück weit Wahlkampf gemacht. Das bedeutet, die CDU wurde auch gewählt, weil sie versprochen hat, mit ihnen wird es keine Beitragserhöhung geben. Wären sie jetzt eingeknickt, hätten sie jetzt der rot-grünen Minderheitsmeinung Folge geleistet, hätten diese Beitragserhöhung mitgetragen, dann hätten sie ihre Wähler de facto verraten und verkauft. Sicher macht der Herr Haseloff, der Ministerpräsident, das nicht ganz freiwillig, denn ich vermute, wir haben das dem Herrn Stahlknecht zu verdanken, der noch einmal bekräftigt hat, bevor er dann seines Amtes enthoben wurde und jetzt auch als Landesvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt zurücktritt, der noch einmal bekräftigt hat, dass die CDU dieser Erhöhung nicht zustimmen wird. Für die, die nicht wissen, worum es geht, der GEZ-Beitrag sollte um 86 Cent steigen, von 17,50 Euro auf 18,36 Euro, die jeder von uns in einem Monat zu entrichten hat. Also einmal pro Monat 17,50, einmal im Quartal wird es abgebucht, also im Jahr könnt ihr euch hochrechnen, kommt eine stolze Summe bei rum. Die Raffgierigen, will ich es jetzt mal nennen, wollten 86 Cent mehr haben. Das sind hochgerechnet, klingt jetzt ganz banal, aber das sind mehrere Milliarden Euro, wenn man das über ein paar Jahre rechnet. Das wird ja immer gleich auf ein paar Jahre verlängert. Das sind also keine Peanuts. Und theoretisch wäre es, wenn man angeblich Probleme mit der Finanzierung hat, wäre es in der freien Wirtschaft so, dass man Kosten reduziert, nicht aber ja, anderen tiefer in die Tasche greift. Die GEZ bzw. der Beitragsservice, die Öffentlich-Rechtlichen, haben das noch nicht so richtig verstanden. Und die haben offensichtlich darauf gesetzt, einfach die Steuerzahlerkuh noch ein bisschen weiter zu melken und dachten, die peitschen das eben mal durch. Der Haseloff wollte es auch durchpeitschen. Nun, da der Herr Stahlknecht aber seines Amtes enthoben wurde, gefeuert wurde, auf Deutsch gesagt, letzte Woche, ist sein Zuspruch in der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt noch deutlich gewachsen. Das bedeutet, die CDU-Fraktion hat ganz klar zu verstehen gegeben, nein, sie werden nicht für diese Erhöhung stimmen. Das bedeutet, die Zustimmung der Position eines Herrn Haseloffs, die ist in der CDU gesunken. Er sieht sich nun offensichtlich gezwungen, die Beschlussvorlage zum Rundfunkstaatsvertrag zurückzuziehen. Die CDU hat wohl heute in einer Sitzung beschlossen, sich zwar nicht offen gegen die Erhöhung auszusprechen, aber ihr auch nicht zuzustimmen. Also im Prinzip spielen sie so duck und weg, also überhaupt nicht positionieren nach dem Motto. Ist für die CDU wahrscheinlich medial gesehen jetzt taktisch das Klügste, denn wenn sie sich offen dagegen positionieren, werden sie ja Land auf Land ab diffamiert, beleidigt und so weiter und so fort. Da sind sie ja die Ketzer und die Aussätzigen. Also aus taktischen Gründen verstehe ich, dass sie sich da jetzt so ein bisschen enthalten wollen, beziehungsweise eben nicht zustimmen. Denn Rot-Grün hat keine Mehrheit, die bekommen die Erhöhung alleine nicht durch. Die AfD ist absolut dagegen und wenn die CDU nicht dafür ist, kann es nicht in Kraft treten. Da ist es ganz gut, dass der Beschluss zurückgezogen wurde. Es wird also keine Abstimmung zur angedachten Erhöhung geben und somit auch keine Erhöhung. Ich gehe davon aus, dass die GEZ-Medien jetzt gerade im Kreis kotzen, neben Strahlkotzen nennt man das. Aber ganz ehrlich, die müssen endlich mal zurück auf den Boden der Realität geholt werden. Das kann nicht sein, dass die exorbitante Gehälter einfahren für ihre Moderatoren und wie sich das nicht alles schimpft für ihre Intendanten, dass Politiker in den Gremien sitzen, schalten und walten, wie sie gerade Bock haben, dass von neutralem Journalismus oft meilenweit nichts zu sehen ist bei wirklich guter Sicht und dass man trotzdem mit einem schmierigen, schleimigen, widerlichen Grinsen im Gesicht so tut, als würde man sich ja für uns alle aufopfern. So ist es nämlich nicht. Also es ist eine wundervolle Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die mittels Zwang von unser aller Geldern lebt. Interessant sind die Reaktionen der Koalitionspartner der CDU in Sachsen-Anhalt, denn die Grünen haben zu Protokoll gegeben, dass es ja unter normalen Umständen ein Anlass wäre, die Koalition aufzulösen. Aber in den besonderen Zeiten machen sie das natürlich nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber denkt ihr wirklich, dass die Grünen auf eine Regierungsbeteiligung verzichten würden? Also ich im Leben nicht. Ist jetzt eine schöne Ausrede, wegen den besonderen Zeiten machen wir trotzdem weiter mit Ach und Krachen da in der Koalition. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass die never ever freiwillig aus einer Regierung rausgehen würden, weil das ist ja für die auch ganz lukrativ. Da hängen Gelder dran, da hängen ja Einflussbereiche dran, da stehen die Grünen ja sowieso drauf. Also ich halte das für eine völlig leere Drohung, einfach um medial ein bisschen Wind auf, ein bisschen Staub aufzuwirbeln und sich echauffiert zu zeigen.
Ich bin sehr gespannt, was denn nun weitere Reaktionen sind, aber es ist endlich mal zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich bin ja ohnehin dafür, dass man dieses aufgeblähte Milliardengrab GEZ umgehend reformiert. Ich würde es für sinnvoll halten, dass man das in ein Abo-System umwandelt, Schritt für Schritt, dass die Menschen, die es konsumieren wollen, dafür bezahlen. Ich bin ja nun auch Abonnent von einigen Diensten, die ich sehr gern nutze. Klar, ich zahle nicht gern dafür, aber ich weiß, dass die irgendwie finanziert werden müssen. Also bezahle ich es freiwillig, weil ich ja den Dienst haben will. Und das Gleiche sollten die Öffentlich-Rechtlichen tun. Wenn sie ein Publikum haben, wenn eine Nachfrage da ist, werden die Menschen sie freiwillig finanzieren. Werden die Menschen freiwillig Geld bezahlen, um die Dienste sehen zu können und dafür zu sorgen, dass es existieren kann. Wenn man die Menschen dazu zwingen muss, wirklich zwingen, unter Androhung von Gewalt, dann gehe ich stark davon aus, hat man panische Angst davor, dass die Nachfrage möglicherweise doch nicht gegeben ist und dass man über den Laden dicht machen müsste, wenn man denn auf Zwangsgelder nicht mehr zugreifen könnte. Und, liebe Frau Hayali, sollten Sie gerade anwesend sein, Sie schulden mir immer noch eine Antwort. Da haben Sie sich bei Twitter ja vor einigen Monaten ganz wundervoll rausgesneakt. Angeblich keine Zeit zum Antworten. Ja, aber Zeit, um zu schreiben, dass Sie keine Zeit zum Antworten haben, das passt natürlich. Denn wenn die GEZ-Gebühr keine Zwangsgebühr ist, wenn es keine Zwangsgelder sind, die eingetrieben werden, was ist es denn in Ihren eigenen Worten dann? Und ich will jetzt nicht aufs Framing Manual verwiesen werden, ich möchte es in Ihrer als eigene Formulierung von Ihnen persönlich hören, was es denn ist, wenn eine Organisation, eine Firma, eine Institution Menschen mit Gewalt, mit Staatsgewalt, mit Pfändungen, mit Freiheitsstrafen bedroht, wenn sie kein Geld abdrücken. Also ich nenne das Erpressung, das sind dann durchaus Zwangsgelder, die eingetrieben werden, hat ein bisschen was Mafioses an sich. Aber ich möchte natürlich wissen, was die Frau Hayali davon hält. Für die, die damals nicht dabei waren, ich habe tatsächlich mal auf Twitter mit ihr in Anführungszeichen Kontakt gehabt, habe sie da auch drauf festgenagelt, hat sich drüber echauffiert gehabt, how dare you, wie kann man das Zwangsbeitrag nennen? Ich wollte wissen, ja, was ist es denn nach ihrer Meinung nach, wenn es kein Zwangsbeitrag ist? Die Menschen werden gezwungen, ihr Eigentum abzugeben, obwohl sie es gar nicht wollen, obwohl sie den Dienst nicht nutzen wollen. So, wie bezeichnen sie das? Daraufhin ging es so ein kleines bisschen hin und her, dann hat die Hayali sich irgendwann, kam gar nichts mehr und dann hieß es, ja, sie hat ja noch was anderes zu tun. Ach so, aber um sinnlos rumzublubbern, da hat sie Zeit, aber um dann mal auf eine konkrete Frage einzugehen, das schafft sie nicht. Naja, ist ja auch egal. Lasst uns heute einfach mal fröhlich sein und diese positive Entwicklung, solange sie dann anhält, das kann sich auch relativ schnell wieder ändern, aber und diese positive Entwicklung erstmal genießen. Schön ist, dass immer argumentiert wird, es sind doch nur 86 Cent, die es teurer wird. Verzeihung, es sind in der Summe Millionen von Euro pro Jahr, Milliarden auf einen etwas längeren Zeitraum gerechnet. Das sind jetzt nicht unbedingt nur 86 Cent. Auch für eine Einzelperson können 86 Cent enorm viel Geld sein. Gerade jetzt, wenn die Menschen in Kurzarbeit sind oder ihren Job verloren haben. Und wenn doch argumentiert wird, es wären nur 86 Cent, dann kann es doch nicht so schwer sein, liebe GEZ-Medien, auf diese 86 Cent zu verzichten. Denn es sind doch nur 86 Cent, da muss man doch nicht so rumstreiten. Also Verzeihung, was macht ihr denn für einen Wirbel wegen 86 Cent? Drehen wir den Spieß doch einfach mal um.